Hallo und herzlich willkommen. Leider am Samstag habe ich das doch nicht geschafft, euch dieses einfaches Muster zu zeigen. Muster, den du, diese Zopfmuster, den du für ein Stirnband zum Beispiel verwenden kannst, mit Twist-Effekt. Das heißt, das sieht so aus, wie du hier erkennen kannst, ob das mit Twist gestrickt wird. Sehr einfache Methode. Ich habe hier am Anfang natürlich die Randmasche gestrickt und ich glaube, ich würde das ein bisschen näher machen, dann kannst du das besser erkennen. Ich habe hier am Anfang die Randmaschen, ist klar, gestrickt und dann habe ich hier rechte Maschen gestrickt und dazwischen eine linke Masche. Dann habe ich hier in der Mitte die 12 Maschen, die ich für diesen Twist-Effekt oder beziehungsweise für diesen Zopf gebraucht habe und hier genauso wie auf der Seite. Du kannst das natürlich hier so stricken, wie es dir gefällt. Mein Tipp ist, dass du bei den 12 Maschen in der Mitte bleibst, weil wenn du das kleiner machst, hat das nicht so tolle Effekt. Wenn du das natürlich, wie ich jetzt mit euch stricken würde, mit dicker Wolle, dann hast du diesen Twist-Effekt viel, viel schöner und dann sieht man das besser. Dann hast du hier, musst du das zusammennähen und das war's. Das ist so einfach, ganz, ganz einfach. Dazu habe ich noch, weil da von der weißen Wolle habe ich genug und da habe ich noch ein einfaches Dreiecktuch gestrickt und da entstand ganz tolle Kinderset. Ich würde euch heute diese ganze Stirnband nicht zeigen. Ich wollte euch nur zeigen, wie man dieses Zopf strickt. Du benötigst jetzt auch eine Zopfnadel, da ich jetzt mit dicker Wolle stricke und meine Stricknadeln sind etwas dicker. Deswegen habe ich meinen Dickmops hier genommen. Und wir würden jetzt diese Zopf gemeinsam stricken. Wie du siehst, ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich habe kraus rechts hier vorne gestrickt. Das ist extrem breit, weil es aus dicker Wolle ist. Es sind nicht viele Maschen hier, weil das sind nur 22 Maschen mit den Randmaschen. Und ich habe hier vorne, wenn du das aus etwas dünnerer Wolle strickst, dann muss das reichen zum Beispiel, dass du hier vorne zum Beispiel 5 Maschen kraus rechts strickst, wie du siehst, auf beiden Seiten. Und dann in der Mitte hast du die 12 Maschen für deinen Twist-Effekt-Zopf. Und hier hast du wieder 5 Maschen kraus rechts. Oder beziehungsweise 4 Maschen kraus rechts und eine Randmasche. Aber die Seiten, wie ich schon sagte, die kannst du so stricken, wie es dir gefällt. Wir machen gemeinsam jetzt diesen Zopf, diese einfache Zopf und das, diese Video möchte ich natürlich allem zeigen, aber hauptsächlich für Anfänger, weil dieser Zopf ist wirklich ganz, ganz einfach und ich würde das wie jedes Mal ganz langsam zeigen. Ich stricke hier am Anfang, wie gesagt, eine Randmasche, dann stricke ich meine rechte Masche. Auf beiden Seiten, die vorne, die stricke ich nach rechts, kraus rechts. Und jetzt kommt mein Zopf. Das heißt, das brauche ich nicht mehr, weil ich weiß, wie viele Maschen ich da habe. Und jetzt nimmst du die nächsten 6 Maschen, die du auf der linken Stricknadel hast. Du hast insgesamt hier 12 Maschen und Dickmops ist mir doch zu dick. Und jetzt nehme ich 6 Maschen. Moment.
6 Maschen von der linken Stricknadel. Die schiebe ich jetzt auf die Hilfsnadel. 2, 3, 4, 5 und die 6. Wenn du jetzt Angst hast, zum Beispiel, weil du hast noch nie Zopf gestrickt, du hast Angst, dass das dir runterfällt von der Hilfsnadel, dann kannst du ganz normale Sicherheitsnadel nehmen oder so wie ich hier so, die ist auch genauso wie Sicherheitsnadel, plus ein bisschen dekorativer sozusagen. Und so, siehst du, jetzt kann da nichts passieren. Jetzt die nächsten 6 Maschen, die auf der linken Stricknadel sind, die strickst du ganz normal nach rechts. Die erste, also ich stricke verschränkt, Entschuldigung. Die erste, die zweite, die dritte, die vierte, fünfte und die 6. Jetzt die Maschen, die du auf der Hilfsnadel stillgelegt hast, die kommen jetzt natürlich auf die linke Stricknadel. Die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, na komm, und auch die 6. Masche. Bei diesem Stirnband machen wir nur einmal Zopf. Wir zöpfen nur einmal. Jetzt dein Faden kommt hinter die Arbeit. Siehst du? Und auch jetzt die 6 Maschen, die würden nach rechts abgestrickt. Es geht ein bisschen schwer, aber ist machbar. Die 2., die 3., die 4., 5. und 6. Und dann hast du deine Arbeit schon beendet. Das heißt, bei mir sind jetzt hier die rechte Maschen und dann am Ende ist die Randmasche, die ich nach links stricke. Ich hebe immer die erste Masche und die letzte stricke ich nach links. Dann habe ich hier das Rand ganz schön sauber, wie du siehst. Hier habe ich das nicht, weil ich habe das hier noch bei dem Tuch mit Häkelnadel bearbeitet. Siehst du? Jetzt wendest du die Arbeit und jetzt hast du die linke Seite oder Rückseite. Bei mir sind wieder die rechte Maschen am Anfang. Und dann haben wir unsere 12 Maschen, die wir gezöpft haben. Auf der anderen Seite. Und die strickst du ganz, ganz normal nach links. Diese Zopf, diese Muster, musst du nicht nur für Stirnband benutzen, ist klar. Du kannst zum Beispiel mit diesem Muster auch Kissenbezüge stricken. Das ist wirklich ganz tolle Muster und von allem sehr einfach, ich glaube, sehr einfach zu stricken für Anfänger. Moment, nicht, dass ich hier, nee, alles gut. Und die restlichen sind rechts. Kopfkissenbezug, ja, mit für Lob oder für alles. Schau mal, so sieht das aus und wenn du jetzt weiter strickst, dann wird dieser Effekt, dieser Twist-Effekt ganz toll zu sehen. Jetzt habe ich natürlich alle Maschen würden bei mir rechts gestrickt. Moment, das mache ich noch.
und dann zeige ich euch, wie das aussieht. So sieht das Ganze aus, wie du siehst. Ich habe hier noch ein paar Reihen gestrickt nach oben. Natürlich bei dir, wenn du das strickst, strickst du von hier bis in die Mitte. Das musst du natürlich ausmessen. Dann machst du deinen Zopf mit diesem Twist-Effekt und dann strickst du wieder genau so viel wie die eine Seite. Und dann musst du das natürlich zusammennähen und hast ganz tolle Stirnband. Ich wollte nur gucken, aber ich glaube, sogar wenn du mit etwas dicker Wolle das strickst, das sind 14 cm, ja, das ist ziemlich breit, das dehnt sich noch. Deswegen sage ich, wenn du dicke Wolle benutzt, dann wäre besser, wenn du das erstmal dir alles ausmessen würdest. Das war's, meine Lieben. Ich habe natürlich keine Skizze dafür. Muss man nicht, weil das sehr einfach ist, wie du siehst. Ich würde mich freuen, wenn du das verwenden kannst, egal ob für Kinderset mit kleinem Dreiecktuch oder mit nur für dich oder für deine Verwandten, Freunde ein Stirnband. Auch natürlich für andere Projekte. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Montag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.